I was blown away. What could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't get without. Ich verstehe das nicht.
mit Wurst und Fleisch waren. Pökeln ist eine uralte Konservierungsmethode. Fleisch und Wurst waren. Ist wie bei der Salzprinzessin. Ist wie bei der Salzprinzessin. Junge, hör auf, an dem Buch rumzukritzeln. Ja, das musst du machen. Tote Tiere in Salz ertränken. Ja, abnehmen ist der falsche Vorsatz für 2017. Gemüsebrühe selber machen. Gesunde Ernährung. Pflanzlicher Milchersatz. Gesundmacher Ingo, das steht doch alles da. Birkenzucker für die Zähne. Gott sei Dank haben wir überall Motten, ja, Motten und Mäuse. Die fressen uns das Zeug weg, dass wir das nicht essen müssen. Das ist gut. Fertigsalat, oh, das muss so hart sein. Salat aus der Tüte ist verlockend. Nee, ist es nicht. Kein Waschen, kein Schnippeln. Es fehlt nur noch das, in Klammern, fertige Salatdressing und schon ist die gesunde Mahlzeit fertig. Knack. Doch so einfach ist es leider nicht. Mal abgesehen davon, dass verzehrfertiger Salat nicht ohne umweltschädliche Plastikverpackung auskommt, ist er aus mehreren Gründen nicht gesund. Doppelpunkt. In einer Ökotestuntersuchung im Februar 2015 waren die Nitratwerte fast aller Salate erhöht. Ein weiteres Problem der fertigen Salate ist die Keimbelastung. Durch die Zerstörung der natürlichen Blattstrukturen tritt Zellsaft aus und bietet den idealen Nährboden für Keime. Ein frischer saisonaler Salat in Bioqualität ist gesünder, keimfreier, länger haltbar und kommt ohne Verpackung aus. Ja, soweit sind wir schon. Die sehe ich ganz oft in der Mülltonne. Das auch. Da gibt es auch nur Scheiße zu holen. Bis auf die ganzen Gemüse. Das habe ich schon mal selber gemacht. Weißer Reis. Habe ich auch festgestellt, vertrage ich nicht mehr. Ich bin total sensibel geworden, was Essen angeht. Ja. Lebensmittel retten statt verschwenden. Meine Devise. Ich habe damals schon Möbel in Häusern gerettet oder irgendwelche anderen Dinge. Aus dem Sperrmüll. Immer irgendwelche Sachen gerettet. Weniger oder keine Miete zahlen. Für Hilfe im Haushalt. Also mache ich das. Wohnen für Hilfe. Na, was soll ich denn sonst noch anderes machen? Da, wo ich helfen kann. Wenn mir meine Mutter sagt, nee, komm nicht. Es ist klar, da ist draußen, dann höre ich auf sie. Guck mal, das sieht doch voll schön aus, oder? Die ganzen Kisten von irgendwelche Hühner drin. Da bin ich Hühner drin, ey. Endlich mal deine Unterstützung.
Bekomme ich jetzt endlich mal eure Unterstützung, dass wir sowas machen können? Geht das? Es ist doch wirklich sinnvolle Tätigkeit, sowas, oder? Gegenstände des Alltags in der Nachbarschaft teilen. Eine Leibwahl. Der Briefkasten hilft, Angebote der Erfahrung zusammenzubringen. Das ist schön, oder? Guck mal. Aufkleber. Bibliothek für Alltagsgegenstände. Ja, genau. Da träume ich doch schon immer von. Das geht auch in jedem aus. Und das Angebot tauschen, das mache ich doch auch schon. Kleiner sowieso. Ja, mein Geld war gestern, genau. Oh, diese Scheiße nicht. Immer nur alles kaputt macht. Oh, die Scheiße nicht. Wir brauchen es nicht. Judge a place. A great deal by the cleanliness of the establishment's restrooms. And let me tell you, there's a lot of places that fail to upkeep even the slightest bit of maintenance. It's flat out disgusting. If I had a restaurant, store, etc., my bathrooms would be sparkling clean. Even if I had to clean them myself, because, come on. Who as a customer wants the anxiety of dealing with that shit? It makes you think about that else they are failing at as a business. My Metabucks, my Betamax. Ja, Prinzessin Lea, du machst Rennen. Du schaffst das, du kannst versagen, aber du schaffst das. Ich stell mir gerade vor, wie mein Papi und Gerry Fischer zusammen im Himmel Bier trinken. Ja, kann ich mir ruhig vorstellen. Eine schöne Vorstellung. Oh Mensch. Was, wenn eine Vegetarier bin? Keine Tiere mehr, die sterben müssen. Das wäre so schön. Oh, guck mal. Alles passt. Wir sind gestern, wir sind vorgestern in New York angekommen. Johannes, Elisabeth, die kenne ich nicht, die kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Johannes, Johannes Fisch, wir sind schon so lange weg. Hört euch das an, Lanz, Leute, das ist der Hammer. Eva. Dass wir
bei einer Vorortrecherche in Österreich Gespräche geführt haben mit Polizisten, die also mit nichts anderem beschäftigt sind als mit dem Fangen von Flüchtlingen. Da werden also die Ladenklappen von den Schleuserfahrzeugen geöffnet und dann auf die Plätze fertig los. Die Polizisten ihre Zeit damit verbringen, die Flüchtlinge, die dann rausrennen, wieder einzufangen. Die Polizisten sind völlig überarbeitet, die haben 24-Stunden-Tag und kommen nicht. Dann kommt es, wie es also heißt und wie wir da vor Ort auch gesehen haben, dann gibt es sogenannte Erstaufnahmegespräche, in die werden also die Flüchtlinge geführt. Polizei darf nicht bei diesen Gesprächen dabei sein, sondern es ist dabei jemand von einer sogenannten Hilfsorganisation, Rotes Kreuz, Amnesty International, Caritas und der Flüchtling. Und rauskommt er mit einem Smartphone. Viele Zeitungen behaupten, die Flüchtlinge kämen schon mit den Smartphones hier an. Das ist in aller Regel offenbar nicht der Fall, denn es ist umgekehrt, sie bekommen sie ausgehändigt. Sie bekommen offenbar auch Informationen, weil die Schilderungen vor Ort sind, dass sie danach oftmals wie verwandelt sind, nämlich dass sie dann auch die Mitarbeiter anspucken, angreifen. Ist das denkbar, dass da ein Briefing stattfindet? Selbstverständlich, das ist ja ein Plan. Das hat einen Plan. Das Ganze hat einen Plan, wenn man es mal so, wie man so schön sagt, das Briefing so betrachtet. Es kann ja nicht sein, dass da nicht irgendwie eine Obrigkeit dabei ist beim Erstgespräch. Und dann, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie da hineinkommen und sagen, Assalamualaikum, lieber Freund, sei unser Gast und horch, was du für Rechte hast. Ja? Das ist ein Strategiegespräch. Wir sprechen ja jetzt nicht von Flüchtlingsfamilien, von Frauen und Kindern, von den Flüchtlingen, wie Andreas sie gerade erwähnt hat, sondern hier handelt es sich in 90-prozentiger Zuverlässigkeit um junge Männer. Ja, das ist eine Rekrutierung von einem neuen Heer und da kommt ja meistens die Verheerung. Ne? Mhm. Was hat es mit diesem Smartphone auf sich? Also Sie bekommen in der Regel ein Smartphone, welches wohl von der österreichischen Telekom, der A1, ausgegeben wird. Jetzt haben wir mal geschaut, diese Gesellschaft gehört zu 60% Amerika Mobil. Da sitzt dahinter der mexikanische Milliardär Carlos Slim. Er soll der zweitreichste Mann der Welt sein. Das ist ein sehr korrupten Land, Mexiko. Ja, genau. Und kennen sich gut aus, Herr Dunkel. Und seine Engagements sind außerdem zu 17%, knapp 17% bei der New York Times. Es werden Apps entwickelt, Shazam-App, die Musikerkennungs-App, was heißt das denn? Ja, das können wir selber mal ausprobieren, das ist ganz interessant. Ja. Da muss man mal darauf achten, wie diese Musikerkennungs-App funktioniert. Ist ja eigentlich was Schönes, was Positives. Ah, wie heißt das nochmal? Ah, ist da jetzt die Masche, die drauf kommen können. Ja, das macht diese App, macht das ja für mich. Und da schauen Sie mal, das ist ganz oben rechts, dieser kleine Schieberegler. Da können Sie einschalten, ob das Mikrofon in Ihrem Handy, während Sie was anderes tun, weiter lauscht, nach Musik. Aber ja, auch lauschen natürlich nicht nur nach Musik, sondern auch nach dem, was Sie sprechen. Jetzt wird es sehr interessant. Ich habe eine interessante Information für Sie drei. Wenn Sie das ein- und ausschalten können, dann können die das auch, ohne dass Sie es merken. Und es ist schon sehr interessant, das wissen wir doch schon sehr gerne, vor circa 10 Jahren die CIA in Zusammenarbeit mit der NSA begonnen hat, für 100 Millionen Dollar ein Programm aufzulegen für die Herstellung und Darstellung eines Automaten, eines automatischen Programms, das sogenannte Metaphern erkennt. Das ist denen 100 Millionen Dollar wert. Das will das heißen. Und glauben Sie es, das läuft im Hintergrund. Aber wie heißt das schön? Da läuft an der Wand. Das ist ja ähnlich. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man wirklich sagen. Ja. Oder der Klaus Kleber vielleicht. Ja, also das, was wir machen, sind keine Thesen vertreten, sondern wir versuchen einmal, ein paar Fakten zusammenzutragen und zu einem eventuellen Bild zusammenzusetzen. Wenn wir uns also vorstellen, dass der Carlos Slim mit der Firma Amerika fast 60% bei der österreichischen Telekom drin ist,
aber auch gleichzeitig damit nicht nur Österreich, sondern Bulgarien, Serbien, Mazedonien. Also der Transportweg, der eingeschlossen. Richtig. Das ist ja der Transportweg. Also für uns war ja die Frage wirklich interessant, wenn ich ein Handy in Deutschland, also ein Mobilephone, haben möchte, dann brauche ich einen Namen, ich brauche eine Adresse, ich brauche einen Pass, ich muss mich selbst bei einem Flugzeug, ich muss ja alles irgendwie, ich brauche eine Kontonummer, irgendwo muss ja auch die Rechnung gehen, gut, das kann man über E-Mail machen. Ich wundere mich, dass alle Einwanderer aus allen möglichen Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Gebieten und auch Bildungsständen, und dass man die so gleich durchorganisieren kann, dass sie gleich würdig sind, einen Handyvertrag zu bekommen. Und dann frage ich mich, wo geht eigentlich die Rechnung hin, wer bezahlt die? Die Frage, wer das Ganze organisiert, ist geklärt. Das ist schon ganz entscheidend, von wo aus gehen die Rechnungen eigentlich hin und wer kontrolliert das Ganze eigentlich. Wenn ich überlege, dass wir im Rahmen unserer akuten Terrorgefahr, die man uns auf der anderen Seite jeden Tag erklärt, sagt, wie wichtig ist es ist, genau hinzuschauen und wie plötzlich da solche gigantischen Massen dort auftauchen. Einfach ist ja einfach. Die ja auch zum kurzfristigen Zusammenschluss und für kurzfristige Einsätze möglich sind, haben wir in den arabischen Ländern gesehen. Im arabischen Frühling sind die Aufruhren und Leuten gestartet worden durch den Zusammenschluss. Das ist eine Waffe, das ist eine moderne Waffe, das müssen wir wissen. Sie kommen ja aus der Kommunikation. Ne? Ja, apropos Kommunikation, also Carlos Slim ist praktisch ein ausgewiesener Monopolist, ein globaler Monopolist im globalen Kommunikationsnetzwerk. Er ist ja auch an Fernsehstationen beteiligt. Laufen die modernen Kriege, Herr Dr. Prützl, auf diese Weise heute? Selbstverständlich. Ich muss die Leute gegeneinander aufwiegeln und das kann man meistens verbalisieren, also über die Hoheit, über das Wording, ein deutsches Wort, so laufen moderne Kriege. Es geht nicht mehr um Politik, sondern es geht um Begriffshoheit. Das muss man sehr genau differenzieren. Deswegen bin ich auch da bin ich sehr gut drin, Begriffshoheit. Weise, denn ich bin einer der Letzten, die deutsche Sprache noch ernst nehmen. Das sollten wir wieder lernen. Ja, da steht sehr viel Wahrheit drin. Okay, ja, so ist es mir so heraus. Ja. Nein, aber wirklich, da ist noch sehr viel Wahrheit drin in der deutschen Sprache. Wir jetzt auch. Das ist uns die Wahrheit. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Ich liebe es, mich mit all diesen Salmern anzulegen. Ich kann das genauso wie mein Alter. Wir bleiben nochmal bei diesem Thema. Es gibt zwei hochinteressante Videos. Man findet sie bei der Wissensmanufaktur, aber auch bei Gerling TV. Und zwar ist das zum einen der Ausschnitt einer Rede von George Friedmans, RAFOR-Chef, der das Gleiche sagt wie Wesley Clark, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber. Beide legen auf völlig freie Weise dar, dass eine Kriegsführung der heutigen Zeit tatsächlich anders zu laufen hat, als es früher der Fall war, wo man mit riesengroßen Armeen in andere Länder einmarschiert ist. Die beiden Herren sagen ganz klar, und ich meine, einer klar wird es wissen als NATO-Oberbefehlshaber, ehemaliger, dass die Soldatenstärke natürlich Amerikas viel zu klein wäre, um in andere Länder, Millionen Länder reinzugehen. Also, ich zitiere nur sinngemäß, also muss man dafür Sorge tragen, dass innerhalb des Landes verschiedene Gruppen gegeneinander aufgepeitscht werden, um sich gegenseitig zu vernichten. Es ist so simpel. Spannenderweise, also die Fakten, die im Moment so zu dieser Flüchtlingsthematik, die eben nicht nur eine Flüchtlingsthematik zu sein scheint, sondern eventuell auch eine eingeschlossene Thematik sein könnte, könnte das in diesem Themenbereich der Zitate dieser Herren fallen, Andreas? Natürlich, das ist nichts Neues. Das gibt es seit dem alten Römischen Reich. Die Zentralisierung läuft letztendlich so, dass sich Machtgruppen zusammenschließen und ihre Gegner natürlich gar nicht so unterdrücken können auf Dauer, dass sie Armeen dafür einsetzen können, denn dafür reicht ihr Personal meistens nicht. Und wenn man nicht genügend Personal hat,
dann muss man es eben halt so zerlegen, den Gegner, dass er möglichst nichts mehr ausrichten kann, indem er sich selbst zerstört. Und wenn wir uns überlegen, dass gerade Europa eine große Gefahr beinhaltet für die internationale Macht, dass Europa möglichst noch im Freundschaft- und Schulterschluss mit Russland, wenn man das vernünftig organisiert, die Gefahr willst du nicht mein Bruder sein, so stellt deinem Bruder dir ein Bein. Auf gar keinen Fall die momentane Machtelite, das ist meine ganz klare Meinung, meine Interpretation. Und damit sehen wir, wie es hier läuft. Das sind die Mechanismen. Frieden ist einfach zu teuer. Zu teuer. Friedlich ohne Geld. Vermisst. Ach du Scheiße, es ist am 6. November. Kater Kali. Eine Rossbaustraße. Kali. Ach Kali. Hoffentlich bist du nicht in Zigeunern und zum Opfer gefallen. Sie hat uns alle vereidigt, wollte ich gerade lesen. Sie ist vereidigt worden. Die junge Dame. Das, was bei Wiki Speed schon vor Jahren umgesetzt wurde, kommt langsam auf den Markt. Autos aus 3D-Drucker. Oh Gott. Kinderautos sind das. Seht ihr das Kinderspielzeug? Wie die beim Einkaufen im Kaufland. Da ist auch so ein bisschen kleiner und dann kann das kleine Kind dann da drinnen sitzen. Hm? Was würden wir tun, wenn wir noch einmal neu anfangen könnten? Da sind ganz böse Werbefallen mittlerweile bei Facebook am Start. Ey, früher war das nicht so schlimm. Mittlerweile jede dritte Sache hier ist irgendein scheiß Werbemüll. Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Es ist Vollmond. Hallo. Vector the Roots. Das sind die Großmütter. Heute wird jedem von uns wieder bewusster, wo er herkommt. Definitiv. Mit Venus und Neptun wird die Sehnsucht zur ständigen Begleitung. Lebe deine Gegenwart, oh, Schauer, lebe deine Gegenwart so, dass sie in der Zukunft eine gute Vergangenheit wird. Ja, ja, I want only have memories, good memories. The good memories are the ones you can remember. Also after years, after lives. Ja, guck, guck, da, da. Erdlinge. Join LA Animals, save this Monday and be a witness to the pigs on the trucks just before slaughter. Ich bin auch so ein Schwein. Bedingungsloses Grundeinkommen, fick dich. Nichtraucher für immer, fick dich. Hier Werbung. Ja, Werbung. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Die triggern dich sofort. Das ist eine ganz üble Sache. Tagesmotivation. Ein neues Leben wartet auf. Ich weiß, Robby, ich weiß. Das haben wir vorher schon zusammen erörtert, oder? Das Schöne ist, ich kann Rechenschaft ablegen. Geht auf meinen YouTube-Channel. Der heißt Jenseits. Das ist der Family Dancing Learning Channel. Das wird noch mal lustig. Und deine Geister mit tanzen. Oh. Ja. Grüner Tee und Zitrone. Ein neues Leben wartet auf dich. Setze deine Ideen um. Ja, Marco. Alles gut, ich weiß Marco. Marco, Marco, Marco. Marco, Marco. Marco, 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 Blutverdünner. Marco, 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 Marco. Das ist ein Wortingenieur. Ja. Ist wichtig. Ingenieur. Ingen Nadelöhr. Weißt du, wenn du durch Nadelöhr gehst, weil du dir vorstellen kannst, wie du den Weg dahin baust, dann bist du Ingenieur. Dann kannst du in das Öhr gehen. Ja.
Ja, das war ein Blauwehr gestern. Erst die Zwergpiraten, ja. Dann die Klabauterinsel. Boah, heult und heult und heult. Und irgendwann hatten die Geister keine Lust mehr beim Heulen zuzugucken. Ich auch nicht. Und dann kam die Tratschwellen, die Tratschwellen. Von denen lernte der Blauwehr das Sprechen. Bernd, ich mach das jetzt auf deinem Channel. Ja, das ist gut so. Das ist richtig gut so. Ich hole mir noch Verstärkung. Ich weiß schon, wie ich das mache. Spiegel wieder nach vorne. Start. Nee, niemals. Groß graue. Ich bin im Start. Maskottchen! So, aber, lieber Marco, Marco. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen dieses Comic-Style-Märchen. Na? So. Da seht ihr das? Seht ihr das? Da fehlt nur noch ein Hammer und eine Sichel und dann bin ich wieder zu Hause. Weißt du noch, als du mich runtergeschickt hattest früher? Mit der Sichel, um es die Dreide abzumähen. Die Sichel war nicht mal scharf und ich habe mir damit ins Bein gehackt. Hättest du mir anständig vorgemacht, da hätte ich das auch hingekriegt. Aber ich bin ja eine Elf. Ja, ich musste das ja alles hart alleine lernen, mich daran hart alleine erinnern, wie das alles war. So ist das. So sagte das die liebe 33 zu 11. Mhm. Die 33 zu 11. So, ich brauche noch mehr Verstärkung. Kohlenhydrate. Krebs vor dem Mund, Kohlenhydrate. Den esse ich jetzt und dann wandert der hier rein, ja, daran vorbei. Und dann hat das eine Wirkung. Wo ist der Apfel her, Katrin? Ich weiß, wo der her war. Zumindest als ich ihn mitnahm. Spätestens übernächstes Jahr habe ich den Baum wieder gefunden. Total süß. Richtig, richtig lecker. Ich nähre euch an meinem Herzen, ihr zwei. Ich mache jetzt einen Break.